Willkommen zurück. Letzte Hallo. Folge haben wir bei Sephiroth die Keycard gefunden. Ja, und genau, weil bei Sephiroth gibt's irgendeine Metalltüre. Und da kommt man nur rein, wenn man diese Karte hat. Ich habe so keine Ahnung. Hinter dieser Türe versteckt sich was. Und wir wissen halt noch nicht richtig was. Es gibt nur Gerüchte. Ich habe mich jetzt auch noch nicht so informiert, was es eigentlich dahinter überhaupt so gibt. Ich auch nicht, kann man sich den Sohn finden oder. Ja, weil ich mich nicht ehrlich gesagt wollte ich mich nicht spoilern, deswegen habe ich das nicht gemacht. Aber ich gehe mal davon aus jetzt, also das ist jetzt wirklich. Ich gehe mal davon aus, dass die Tür wahrscheinlich irgendwie unten in dem komischen Sickhole drin ist. Ja. Und ich habe Hunger. Wollen wir uns irgendwie ein Feuer machen schnell? Zwischen den Leichen. Bei den ganzen Leichen. Dann was essen? lecker, ich habe Hunger. Das wäre echt ein großer Vorrat hier, ne? Vorratskammer. Oh, Alter! Knochenvorrat. Puh. Also, da wären wir jetzt beschäftigt, wenn wir die alle verbrennen könnten. Naja. Ich esse einen Snack. Ich habe so viele Snacks von denen, da, wenn ich vielleicht welche finde, dann ist es vielleicht mal gut. So, ich habe 2 Snacks gegessen, jetzt können wir weitergehen. Geht's eigentlich überhaupt weiter? Nee. Müssen wir das Seil hoch. Nicht, ne? Ey, sag mal, hier geht's nirgendwo weiter. Ja, das war halt nur so eine Leichengrube für die Mutanten, die haben da irgendwie geschlemmt. Aber wo kommen die ganzen Leute eigentlich her? Das ist doch. Das Flugzeug müsste langsam ziemlich leer sein. Na, wenn es ein großes Flugzeug war, ne? Ja, aber es hat nicht so groß ausgeschaut, das Flugzeug. Es war ja so Privatjet-Größe. Ja, stimmt eigentlich, ja, wir. Ja, vielleicht sind ja mehrere Flugzeuge abgestürzt. Kann natürlich sein, ja. Das letzte Mal, wo ich gestartet habe und aus Versehen. Hallo? Ich komme noch nicht durch. Ach, Gott sei Dank. Ja, da und da. Weiter hier in die Höhle. Achso, und da sind wir hergekommen, oder wie? Ich glaube ja. Hier ist der Wasserfall, ja. Und hier, guck, wir sind einfach hierher und haben nicht nach links geschaut, irgendwie. Wir sind einfach rechts abgebogen und weg. Das habe ich gar nicht wahrgenommen, dass das eine scheiß Holzwand war. Sache. Voll geil. Ja, wollen wir da jetzt nochmal runtergehen? Ich weiß nicht. Ich hasse diesen Wasserfall. Nein, wir finden da noch was. Welche Hülle war denn das, wo wir 2 Wege gehabt haben? Es war jetzt, glaube ich, nicht die Hülle, sondern die andere, ne? Ja, ich bin mir nicht sicher. Das, wo wir einmal, wo wir rechts gegangen sind, nicht geradeaus. Komm, lass uns mal wieder rausgehen, ha. Na, finde ich jetzt cool, dass man die sieht. Wir könnten uns die Höhle jetzt mal markieren, dass wir jetzt schon mal drin waren. Ja, genau. Alter, voll geil, das mit der Keycard, das... Ja, ist ja nicht erwartet, dass man die so, sag mal, so leicht findet, sondern ich dachte irgendwie, vor allem in der Nähe irgendwie von uns. Die war schon irgendwie versteckt, aber die war, ich muss ehrlich sagen, die war, wenn du hier reingehst, wenn du direkt hier den Eingang reingehst, ne, das ist eigentlich total easy, da ist nur ein Feind davor. Ja. Nee, ist irgendwie cool. Ich hätte es nicht erwartet, dass wir die überhaupt finden. Ich dachte, die wäre echt richtig versteckt. Also richtig, richtig versteckt. Auch nicht in unserer Nähe, sondern... Ja. Positiv überrascht, dass wir es hinbekommen haben. Ach, hier war auch nichts, ne? Ja, da sind wir heruntergegangen, ja. Ja, genau. Ja, da unten brennt unser Lagerfeuer nicht? Ich glaube nicht, nein. Brauchen wir ja schnell was zu essen. So. Ah, das ist nur ein kleines Fläschchen da drauf. Naja. Jetzt zwischendurch. Du bist natürlich gleich wieder durch. Ja, Mann, das Beste oder nichts. Mann. Voll geil. Jetzt habe ich aber auch voll die Motivation, die Tür zu finden. Ja, auch wenn ich irgendwie Angst habe, dass die Spieler vielleicht irgendwann mal vorbei sein könnte. Ich weiß, ich glaub, das erste Mal nicht gut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass. Oh, meine Fackel ist ausgegangen. Ja, dein Durch ist fertig. Ja, ich weiß gerade. Warte noch schon, ich habe noch mal so ein kleines Flashlight drauf gedrückt. Mit was wollen wir es markieren? Mit einer Fackel oder mit so einem Stab, wo wir wissen, wo es ist? Ich würde sagen, mit so einem Stab, die Fackel ist halt immer so... Alter, ich habe Munition gefunden. Old Gun Ammo.
Ja, die habe ich erstmal gefunden, aber wo? Achso, nicht jetzt. Ja, die haben aber schon Ewigkeiten, die Munition. Das ist mir gar nicht aufgefallen, Mann. Da habe ich dir schon vor 20 Folgen gesagt, dass man das gefunden hat. So gut hörst du mir also zu. Wo geht's denn hier raus, Alter? Du, es ist schon wieder Nacht. Wie ist es hier so leer? Und es regnet. Regen wir hier irgendwas? Hey, was ist das? Achso, Rock. Ich höre sie wieder schreien. Alter, wo bist du? Ich bin draußen. Schön, dass du mich so alleine lässt. In der Höhle. Hey, es ruft gar nicht bei mir. Alter, ich gehe noch gerade raus. Ey. Was ist denn das? Ey, was ist das denn, Alter? Nein, wie krieg ich denn jetzt rein? Verdammte Kacke. Ja, du wolltest mich alleine lassen, das habe ich schon gemerkt. Stirb. Ist ja voll nice. Sollen wir dann nochmal vielleicht versuchen, in eine Sickhole zu kommen? Ja, können wir versuchen. Was ist Stickmarker? Ich tu die da hinbauen jetzt. So, hier ist er. Wollen wir die irgendwie farblich irgendwie machen? Ja, so sicher nichts oder so, ja, das könnte man eigentlich so machen. So, wir waren schon drin, aber nicht voll. Wie geht denn das? Ach, da oben. Quer. Ja, ja. Welche Farbe wollen wir? Ja, gut, wir müssen uns dann die Farben irgendwie merken, was die da. Ich würde sagen, rot ist erledigt, oder? Brauchen wir nie wieder reingehen. Ja, ist es rot, ist es lila. Das ist bei mir rot. Nein, es ist lila. Schau doch mal oben, ist es lila. Das ist bei mir rot. Schau dir das die ist Flaggen, gelb. Das ist weiß. Das ist grün. Weiß. Das ist so pink. Gelb. Gelb. Rot. Das ist. Na ja, gut, lass mal halt dein angebliches Rot. Bei mir ist es lila. Ja, die Fahne ist lila, aber. Ja. Das Ding sieht aus wie rot. Ja, in dem Licht sieht es halt nur aus. Sein. Ja, ich finde da kein Rot. Cover den Blatt, wash it off. Ja, das ist ja wurscht. Ja, dann ist halt lila erledigt, nicht mehr reingehen. Oder? Da haben wir jetzt eigentlich alles, oder? Glaube ich. Ich denke schon, ja. Schön. Markiert, gut. Wenn wir uns dann Alter, ungefähr da wissen, wo der Eingang 1, 2, 3, 4, 5. Ist. Oh ja. Die beten wieder alle. Ja. Wohin beten die denn? Ins Meer oder wie? Ich friere. Alle. Wollen wir jetzt nochmal ganz kurz zurückgehen? Ja, oder? Ich friere auch gerade. Ja, dann gehen wir jetzt mal zu unser Lager zurück. Dann richten wir uns nochmal aus. Dann gehen wir nochmal in Richtung des Sinkhole oder Sickhole. Keine Ahnung, wie es jetzt hieß. Sinkhole. Und. Ach, Scheiße. Ah, das war wieder welche. Ist zum Piepen sowas. Überall. Alter, ich merke gerade, meine Rüstung ist komplett runter. Ja, ach, meine auch. Das ist wegen dem fetten Typen da gewesen. Hä? Wieso habe ich so viel. Der hat mich doch nur einmal erwischt. Mann. Ja, mein, das ist halt. Warte, ich zieh mal die Knochenrüstung an. So, damit ich ein bisschen was hab, wenigstens. Ich hab noch was übrig. Stirb! Scheiße. Machst du? Ist da ein Hase oder was? Nein, ich hase. Ich jage ein Loch. Ah, Loch. Und der überlebt gerade. Ja, jawoll. Gerade so überlebt, weil das so ein Scheiß. Der zwischen zwei Steinen war. Habe ich den jetzt dann? Weil nicht. Okay, jetzt funktioniert den nicht mehr. Ich versuche noch zu jagen. Oh, da ist noch ein Loch. Wo sind die jetzt hin? Ja, da ist noch ein Loch. Ich bin nicht da, das ist ein Hasen. Ich bin aus den Hasen weggescheucht. Ich hab den Hasen nicht gesehen, tut mir leid. Du gehörst mir. Aber irgendwie habe ich Angst, dass man dann, dass halt dann über diese Fahnen rumschwirren. Ja, das ist ein bisschen da lila, da lila, da lila. Ja gut, aber es ist halt wirklich so, da ist eine Hülle, da ist eine Hülle, da ist eine Hülle, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob das dann irgendwie nervig ist oder so, aber... Ja, wenn es uns nervt, können wir es ja irgendwann mal wieder wegtun. Oder ob man vielleicht, wenn man mit einer Taste irgendwie aus- und anschalten könnte, das wäre vielleicht auch noch ganz praktisch. Das wäre geil, ja, das wäre mega nice. Weil ich könnte mir vorstellen, nach der 10. Höhle wird es vielleicht ein bisschen nervig, die ganzen Fahnen. Ja, das kann sein, ja. Wo schwimmst du hin? Ja, ich war wieder in Blut getränkt. Ja, ein paar Steine mit, ne, weil wir haben ja den Rockpack und jetzt unsere... Ich muss sagen, das Zaunkulisse ist richtig geil, vom Wasser und vom Wind. Ja, mega. Macht richtig Bock, einfach nur so am Strand spazieren zu gehen.
Regenspaziergang. Gut, ich erfriere jetzt langsam, ich müsste es vielleicht auch mal. Ja, da ist ja einer. Knochen, Rüstung, Produktion, jawoll. Ja, das machen wir. Alter, sind jetzt. Hä, wo kommen die alle her? Hab ich gar nicht gesehen. Alter, im Dunkeln sehe ich die jetzt gerade gar nicht. Wo ist denn da ist, ja? Ich glaube, wir haben jetzt. Oh, ich höre noch einen. Läuft der weg? Läuft weg? Hm. Ich nehme mal die Leiche. Rein. Alter, fast, ne? Aber komisch, dass die vom Licht irgendwie nicht angelockt werden, dann reinlaufen. Ach so, glaube ich. Weil so schlau sind die, glaube ich, gar nicht. Ja, genau so wie du halt. Die haben so eine Ähnlichkeit mit dir. Ja, genau. Ich würde auch ins bei so einem Licht einfach reinlaufen. So. Hey, das Licht Geronimo. Ist das Boom. So, noch ein paar Scheine, die nehmen wir mit. So, dann fülle ich das nochmal mit Stein auf. Sehr hell. Sehr schön. Aber da sind eh noch ganz viele Knochen drin. Echt? Haben wir so viele Knochen übrig gehabt? Ja, ich hab da ziemlich viele reingehauen. Achso, nee, ich will gar keine Knochen. Ich will ja eigentlich... Ich überleg grad, was ich mache. Weil für Lizard-Ding bräuchte man halt kein Cloth, ne? Weil irgendwie Cloth ist halt zurzeit ein bisschen mangelbar. Ja, obwohl... Ja, Alter, dieser Regenbogen, leck mich am Arsch. Siehst du den auch? Ja. Den habe ich noch nie gesehen. Das ist ziemlich intensiv. Was? Wieso? Ich sehe ziemlich oft Regenbögen. Aber niemals immer, so ein. Regnet. Ja, aber ist mir noch nie auf... Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal einen Regenbogen... Aber niemals so stark, Alter. Ja, ich muss schon sagen, da hinten ist er schon ziemlich intensiv. Das ist... Alter, ist das geil. Alter, jetzt dachte ich, hier ist ein Wolf drin. Haben wir die ganze Zeit unser Ding offen gelassen? Oh. Und plus Lockhole, das sieht so leer aus. Ja, wir haben es jetzt zweimal verkackt. Naja, gut, ich bin soweit, ich kann auch was eine Schlückle trinken und dann wollten wir nochmal in das Sickhole. Wollen wir das noch die Folge machen? Ich glaube schon, 10 Minuten haben wir ja noch. Wir müssen erstmal wieder hinfinden. Das stimmt, ich habe keine Ahnung, wo das Scheißding war. Ich glaube einfach. In den Wald rein, oder? Immer weiter. Scheiße. Also eine Map wäre hier echt hilfreich, glaube ich. Was machst denn du da? Achso, ich wollte ja auch ein bisschen... So, ich habe jetzt alles drei. Knochen, Tier und Lizard. Echt? Ja. Gut, ich habe nur ein Tier und ein Lizard, aber... Whatever. Alter, wie viel Lizard hast du denn jetzt hergenommen? Gar keins. Ich schwöre bei Gott. Da war doch mal alles vollgehangen mit dem. Ja, das habe ich ja das letzte Mal gebraucht. Das ist schon kaputt. Ja, ja. Ich wüsste echt, man, wäre geil, wenn da stehen würde, was bringt, weißt du? Ja. Ob das dann wirklich ein bisschen, ich sag's mal, intensive. Ich nehme noch ein bisschen, ich weiß nicht, soll ich noch den Rest von denen nehmen oder soll ich noch Reh nehmen? Bei Reh friert's mir nicht so schnell, ne? Ich glaube, ich mache so eine Mischung. Die Mischung macht's wahrscheinlich. Okay, kombinieren bringt alles. Und dann noch einen Knochen, das wär's doch jetzt, oder? Da habe ich ein bisschen von allem etwas. Haben wir noch Knochen? 1, 2, 3. Ein blöder Spaß. Schön, dass du mich gelassen hast. Ich habe noch drei Knochen. Genau, du hast doch gesagt, du magst keine Knochen. Ja, ich habe jetzt gesagt, ich habe gerade so eine Mischung, will ich jetzt. Ja, erst jetzt. Vorhin hast du nichts. Ja, da ich liegt doch eh noch ein Knochen. Da hinten liegt ein Knochen. Ja. Wie viel habe ich jetzt? 7, sehr schön. Rock collected. Rock. Oh. Da war mal so viel Holz so. Rum. Und jetzt ist überhaupt nichts mehr da eigentlich. Meine Güte. So, ich bin jetzt irgendwie so ein bisschen Mischmasch aus. Hä? Was? Ist bei dir auch das Gelbe, ne? Das Gelbe, was? Dort unten rechts bei dir, bei deinem Hut, ne? Ja. Deine Anzeige für dein Rüstung, ja. Deine Rüstung. Ist die nur gelb bei dir? Ah, ganz unten wird's orange, oder? Ja, bei mir wird's das so rot-orange oder so. Ja, genau. Was ist das? Ah, das ist vielleicht wegen Wärme dann.
Ja, ich guck gerade. Ja! Alter, wie nice! Ja, du nimmst natürlich wieder alles. Ja, natürlich, war ja, hab ja auch ich entdeckt, ne? Ich will das sagen. Alter, hast du mich gerade. Auf damit, so geht meine Rüstung kaputt. Ist ja nice, schön, dass ich das jetzt auch mal erfahre. Du siehst echt komisch aus, über so Lederfetzen dran. Oh Mann. Hammergeil. Hammergeil. Was habe ich denn dabei? Also, so da habe ich genug, Snacks habe ich genug, Bomben habe ich genug, Molotow. Ich finde es aber leicht lächerlich, dass immer das, der Arsch immer schön blutrot wird, wenn man kämpft, nicht mehr weggeht. Ich hänge noch meine Rabbit Skins auf und eigentlich können wir jetzt, brauchen wir eigentlich fast nicht mehr. Wir können mal Richtung Sekol gehen, aber dann wird. Ich nehme mich mit. Euch nehme ich auch mit. Gut, ich nehme mich auch mit. Was haben wir da noch was hängen? Sagen wir, bauen wir immer so viele Dinger hin, ne? Und dann ist es fast immer leer. Es ist doch zum Bieten, sowas. Ja, genau, meine Wasserflasche ist ein bisschen leer. Nee, meine nicht. Ich hab 100%. Mein Topf dürfte auch noch was drin sein, sehr schön. Ja, ja gut, aber jetzt. Wir können uns ja schon mal auf den Weg begeben und dann schauen wir mal, wie weit wir noch kommen. Schließe uns die Tür hinter uns, bitte. Sehr schön. Ist ja voll geil, da können wir noch Parier jagen, falls wir was. Ja, siehst du? Ich denke mir, hä, was ist da lila? Wie weit ist das jetzt bei dir? Ist das jetzt schon Hälfte oder wie viel trinken das jetzt? Bei mir ist jetzt ungefähr Hälfte, ja. Hälfte, ja, okay. Also mit so 4 Fällen oder was das ungefähr waren? Ich glaube, ich habe 3 oder 4, ja, das kann sein. Ah. So, so, also man kann jetzt doch Mischmasch machen. Sehr gut. Jetzt wissen wir das. Alter, diese. Warte, hier sind vielleicht ein paar Closes, das wäre mal nice. Ah, wir könnten, sollen wir hier eigentlich auch markieren? Nee, ich finde die wissen wir auswendig, ja. Das ist ja. Okay. Ganzen Fallen sind noch zu. Brauchst du Sticks? Nicht, ne? Nee. Hier sind drin. Bei mir ist die Falle offen. Mein guter. Hakko, danke, ich will die Closes. Hey, die ist offen bei mir. Ich habe jetzt beide nochmal aufgemacht. Die waren bei mir schon offen, Mann. Irgendwie ist es noch leicht buggy. Ja, es ist ein bisschen so. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir jetzt gerade in die richtige Richtung laufen. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Mach dir da keinen Kopf. Wir finden das schon. Warte, ich nehme nochmal schnell 3 Fische mit. Ja, ich auch. Ich habe mir auch gerade einen Speer genommen. Ich finde gerade keine Fische. Ja. Zwei. Keine Fische. Ach, da. 3. Tja, wieder zu. Na, mal alles auf. Also 3 Fische 3. Kann man immer, glaube ich, mitnehmen. Ein Fisch will ich noch. 3. Ich habe ja auch 3 Fische. Hey, da ist ein Eichhörnchen. Wieso ist ein Eichhörnchen eigentlich so leicht zu jagen? Die müssten doch noch scheuer sein als so ein Hase. Naja. Oh, gute Beeren, sehr schön. Hey, da ist mehr Gold. You can't carry more. Oh. Naja, dann eben nicht. Wo bist denn du jetzt überhaupt? Alter? Ich bin hier oben. Nee, also ich glaube in der nicht Richtung bewegen. Nicht. Scheiße. Hier ist so eine freie Fläche. Okay, jetzt sind wir. Hä? Wo sind wir jetzt angelaufen? Ach da, Segelschiff. Hä? Wir sind jetzt einmal im Kreis gelaufen. Ja. Weil rechts am Strand ist unser Haus. Hä? Da unten wäre ein Koffer. Jetzt haben wir die für Kleider vielleicht. Komm, schauen wir mal runter. Ja, dann machen wir das und nächste Folge gehen wir in Richtung. Ja, wir müssen sie erstmal finden. Ja, das ist ein bisschen. Oh, eine Uhr, sehr schön. Und Kleidung, Snacks. Perfekt. Ja, Snacks, die sind für den Arsch. Batterien, ja, yeah, geil, Alter. Was ist denn jetzt los? Kleidung und einen Tennisball brauche ich nicht. Und ein Snack. Ja, gut, ein Snack kann ich mal. Also, wo findest du die ganze Zeit Batterien? Ich finde hier, glaube ich, keine Batterien. Du wolltest doch mal gucken, ob hier eine Höhle ist, oder? Dann schauen wir, oder? Ja, genau. Dann rennen wir einfach mal rum und dann. Warte, ich kill mal schnell die Schildkröte, man weiß ja nie, ob man es mal braucht. Hey, das ist eine gute Idee, so ein Ding. Hey, komm schon! Hier ist noch mehr Alkohol. Ich töte mir eine eigene, okay. Ja. Boah, Alter, das hat sich so. Boah, Alter, das ist. Mir tun sie eigentlich echt voll leid, die Schildkröte. Ah ja, Mann, vor allem mit dem Schädel, weißt du, voll. Boah, voll auf den Kopf drauf. Boah, sieht das echt voll eklig aus, wenn du noch diese. Ja, nee, komm, ey, das tut mir echt leid irgendwie. Ja, übel. Sieht voll lustig aus, so links hast du ein Blatt. Links am Bein. Ja, natürlich da voller Blut.
Oh, so. Hier ist ein Laptop. Sehr schön. Na, Laptop ist gut. Okay. Hast du nichts bekommen, oder wie? Du sammelst die ganzen Circuitboards ein und die ganzen Batterien und ich gehe mal leer aus. Weil es nicht mal alles doppelt gibt. Aber, man. Aber manchmal habe ich schon das Gefühl, dass es noch was doppelt gibt. Aber ja, ich, ja, ich fülle mich mal mit Steinen, wenn wir schon mal so Steine entgegenkommen. Ja. Mein Gott, ein Durchgang. Yay, das gibt so alles. Hammergeil. Das ist ein Mythos hier. Das ist der Hammer. Wieso laufen die eigentlich immer hier dann mal rum? Das ja, ist vielleicht ist das ja irgendwas Heiliges da, der... Ja, aber ich hätte halt gedacht, das geht vielleicht doch irgendwie rein oder so. Haben wir hochgekommen? Yeah, ja, nice. Was? Wie bist du da hochgekommen? Wie bist du da hochgekommen? Oh Gott. Oh Gott, ich muss sehen. Ja, ich bin schlechter oben. Kletterer. Ja. Vielleicht gehen die ja immer hier lang. Kann natürlich sein, ja. Nein, eigentlich nicht. Ich glaube nicht, dass die so klettern können. Ja, die können Bäume hochklettern, die können in den Höhlen an den Wänden hoch. Okay. Überredet. Hatten wir da nicht mal... Warte, das will ich jetzt mal ausprobieren. Ja, vor dem Baum irgendwo war da ja, mal... Ja, da war mal so ein X, ne? Keine Kleidung. Achso, da war Aloe Vera. Pass auf, warte. Inventory? Aber es war doch in der Nähe von so einem Totem, glaube ich. Alter, ich glaube, wir haben alle Fotos. Bei mir steht Old Photo, 8 von 8. Cool. Stimmt, ja. Old Photo. Kann man da switchen oder so? Scheiße. Quip. Muss man echt jedes einzelne anklicken. Das ist doch scheiße, sowas. Das geht muss doch man das gar Richtige nicht. Finden. Ah, ich hab's Richtige. Nee, es ist nicht das Richtige. Der ist nicht der richtige Baum. Weil ich sehe im Hintergrund Bäume. Ja, stimmt, ja, das ist der andere. Schade eigentlich. Außer man schaut so vom Baum drauf. Das ist natürlich auch eine Option. Ah, doch, da! Siehst du, da kann man was wegspringen. Da! Wir sind da. Irgendwas. Ist hier nice. Alter, was ist denn die Folge los? Und wir sind wieder Überlänge. Bevor wir das machen, würde ich sagen, dass wir... Na, ja. Überlänge nicht direkt. 2 Minuten sind wir drüber. Ja, aber wir haben da was gefunden zum Alter, wie geil, Mann. Alter, dann ist das wirklich was. Oh, nice. Alter, Wahnsinn, Mann. Ey, die Folgen, ey. Oh. Letzte Folge, die Keycard. Jetzt, Alter, wir sind richtig gut, Mann. Okay. Danke fürs Zuschauen und, ja, danke. Ciao. Ich bin mal gespannt, was in der nächsten Folge wird. Ich auch. Auf uns wartet. Tschüss. Tschüss.